Hallo zusammen, heute nehme ich euch mal mit für einen Blick hinter die Kulissen. Ich zeige euch mal, wie so ein typischer Tag bei uns bei Galileo abläuft. Kommt mit. Herzlich willkommen bei hier ist die Heimat von Galileo. Also mein Tag beginnt für gewöhnlich mit einem schönen Spaziergang bzw. einer Joggingrunde im Englischen Garten in München. Danach ein bisschen Kaffee. Ohne Kaffee komme ich echt nicht in den Puschen. Das ist unsere Wall of Fame. Das hier sind die Galli Heroes, die Macherinnen und Macher von Galileo, die jeden Tag ihr Bestes geben, um für euch das beste Galileo aller Zeiten zu kreieren. Und ich werde mich jetzt mal mit den Moderationen des Tages beschäftigen und zwar mit dem Herrn da hinten. Das ist Sebastian, unser Chef vom Dienst des Tages. Komm mal mit. Diese Herren und Damen hier sind die Oberaufseher sozusagen über die tägliche Sendung. Ihr behaltet den Überblick. Ihr müsst gucken, dass alle Beiträge da sind, pünktlich. Im Prinzip, dass alle Beiträge da sind, dass die Moderationen da sind. Hintergrundbilder. Hintergrundbilder, Requisiten hast du auch ganz oft. Alles sehr wichtig. Also ihr seht schon, für euch zu Hause klingt das alles wahnsinnig einfach. Man macht einfach den Fernseher an. Schaltet auf ProSieben. Hallo, guten Abend, Galileo. Hinter den Kulissen ist das ein bisschen komplexer. Und damit das klappt, sind wir jetzt hier und gucken nochmal die Moderation des heutigen Tages an. 19.05 Uhr. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wo bei uns die Filme entstehen und wo die Filme vertont werden. Ich glaube, es ist in Cut 76 oder 80, wo die Galileo-Aktualität geschnitten wird. Hallo. Hi. Dürfen wir kurz stören? Rein. Das ist schon relativ komplex, oder? Wie lange braucht man, um das so richtig zu raffen, so einen Schnittplatz? So ein paar Monate dauert es schon. Schon? Ja. Aber du bist mega fit. Ja, ich bin schon eine Weile da. Sehr cool. Vielen Dank. Halt da weiter, bis später. Dank der Maschinen entstehen in der Fabrik Millionen Donuts pro Woche. Deswegen gibt es die aus der Fabrik schon für unter einen Euro im Geschäft. Das ist ein nicht Galileo Donuts. Der Galileo-Stimmen. Mit Glamour. Die Stimme ist so geil und ich liebe ihn. Und so arbeitet er. Fehlt noch der Feinschliff. Auf der Schokoladenglasur landen jetzt Schokostreusel. Michi Beetz! Ja. Hallo, mein Lieber. Hast du dich in deinem Leben ein einziges Mal versprochen bereits? Ja, natürlich. Nein. Ich bin auch bestraft dafür. Ja, das ist richtig so. Schön, dich zu sehen. Viel Spaß, wir wollen gar nicht stören. Dito, mach doch, ihr stört nicht. War das nicht ein bisschen knapp hinten? Ja, fand ich schon. Dann machen wir den 13.53 noch ab da nochmal. Das richtig. Ist Schluss. Hätte ich vorgeschlagen. So we do. Ach, ich kann euch noch was anderes zeigen. Vorne ist noch die sogenannte SAW, das heißt Sendeabwicklung. Das ist der Ort, wo alle Sender von ProSiebenSat.1 in die Welt ausgestrahlt werden. Das befindet sich gerade da drin. Brutal. Wir sind gerade hier mit den Usern von Galileo da. Okay. Wir werden mal ganz kurz nur hier reinschauen. Da gibt es einen Bereich für ProSieben, dann ProSieben Österreich, Schweiz, Deutschland. Sat.1, Österreich, Schweiz, Deutschland und so weiter und so fort. Und hier, wenn man richtig Bock hat, mal richtig Ärger zu bekommen, drückt man irgendwelche Knöpfe und ist sofort sein Arbeitsvertrag los. Du kannst gerne mal testen. Es passiert während einer Live-Sendung manchmal, dass der Moderator ein bisschen ins Labern kommt und dass wir dann ein bisschen zu lang sind, obwohl wir gar nicht so lang sein dürfen. Und dann müssen wir bei diesen netten Kolleginnen und Kollegen hier anfragen, ob sie uns ein bisschen Zeit schenken. Genau. Vielen, vielen Dank. Schöne Sendung euch. Danke. Ciao. ProSiebenSat.1 bekommt übrigens einen brandneuen Campus, riesengroß, deswegen sind wir quasi zur Untermiete gerade in diesem Komplex. Hier da drin ist das Galileo-Studio und ich muss mich jetzt mal ein bisschen schicken. Servus. Das hier ist die Laura, meine Stylistin, und die sorgt dafür, dass dieses Gerümpel, was hier drunter ist unter den Klamotten, schön verpackt wird. Genau. Wir geben uns Mühe. Lieblingsfarbe? Glaubt ihr? So, also hier Funda Van Roy, Ayman Abdallah Schrank und hier ist der Schrank von Stefan Göttel. Hier drin ist die große Überraschung des Tages und deswegen, damit ihr es noch nicht wisst, muss ich mich ganz kurz nackt machen. Also halbnackt zumindest. Wir sehen uns später. Ciao. So, Laura sagt, es ist ein Kunstwerk. Mehr ist nicht möglich. Vielleicht ist noch ein bisschen mehr möglich. Das ist Steffi. Meine liebe Maske. Hallo, und ich versuche jetzt noch irgendwie hier ein bisschen was zu renovieren.
Schaff mal? Das schaffen wir, auf jeden Fall. Viel Glück und viel Segen. Fertig. Danke. Renovierungsarbeiten beendet. Götte fertig zum Dienst. Da geht's lang. Hier vorne ist unsere Galileo-Regie. Das ist quasi der Maschinenraum. Hier. Hi. Das hier ist unsere wunderbare Regie, das Herz sozusagen des Studios. Und das hier ist der Mann, der das größte Herz hat. Das ist nämlich unser Regisseur, der Wolfgang. Der gibt hier die Anweisungen. Der Regisseur hat sozusagen die Oberaufsicht. Und wir machen heute eine Mega-Sendung. Absolut. Absolut. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es im Studio aussieht. So wie ihr es noch nie gesehen habt. Hallo. Das ist der Roland, der mir hier ein Mikrofon installiert. So seht ihr mal, was ich eigentlich sehe. Also das seid ihr. Die Kamera, das da vorne ist ein Teleprompter, das ist im Grunde genommen ein Monitor, darüber ist ein Spiegel und das bewegt sich jetzt. Da darf ich ein bisschen mogeln und muss nicht jede Moderation aus dem Kopf wissen. Wir können die virtuelle weiterhin nehmen, wir können aber auch tauschen auf die normale. Und jetzt gibt es einen echten Blick hinter die Kulissen im wahrsten Sinne des Wortes. Das hier ist, wie ihr hört, Beton. Und das hier ist tatsächlich der Blick hinter die Kulissen. Das hier sind alles riesige LED-Fernseher, die hintereinander geschaltet wurden. Und die ergeben dann das große Bild, das ihr immer seht bei uns bei Galileo jeden Abend. Und hier hinter gibt es das gleiche nochmal mit Plasma-Fernsehern. Und das hier, diese grünen Klötze hier, die brauchen wir manchmal in einer Greenbox. Also wir haben da hinten auch noch so eine Greenbox, eine Full Greenbox, wo dann der Moderator drinsteht, die Moderatorin, wenn Funda moderiert. Und hier können wir uns dann zum Beispiel draufsetzen, wenn wir im virtuellen Set auf einem Stuhl sitzen, der animiert ist, brauchen wir also wirklich im wahren Leben irgendwas, was dann verschwindet. Und das war's auch schon von Galileo für heute. Ihnen und euch noch einen sehr schönen Freitagabend. Bis dann. Tschüss.